So, ja. Gut. Kamera läuft. Frohe Ostern wünsche ich euch, liebe Strategiefreunde, liebe Retrofreunde. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Teil Battle Isle 3, Schatten des Imperators. Heute machen wir weiter. Wir sind ja bereits bei Mission 4 angekommen. Ich weiß ja nicht, wie viele Missionen gibt es. Ich glaube 20 oder so. Kann ich mich nicht festlegen. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mal nachgucken. Aber wie gesagt, heute steht Mission 4 an. Wir haben ja eine Landungsoperation jetzt vor uns und werden auf den Hauptkontinent der Kais übersetzen. Aber komm, nicht so viel schwafeln. Wir legen direkt los. Rein ins Geschehen geht es und Feuer frei. Ja, okay, da sind wir wieder. Wo waren wir denn stehen geblieben? Gucken wir uns die Sache nochmal an. Spielstand laden. Ja, wir sind mittlerweile bei Karte 4 angelangt. Das ist gut. Dann gehen wir direkt rein und schauen uns an, was hier Sache ist. So. Ah ja, da sind wir. Gut, okay. So, hier sind unsere drei Transporter. Wir haben auch einen Kreuzer, einen Polar C6 Kreuzer haben wir, der eine ganze Palette an Waffen hat. 20 mm Kanone Wasserbombe, der kann gegen U-Boote schießen. Der hat 50 mm Kanone und zweimal das Hauptgeschütz, eine 120 mm Kanone. Okay. Ich glaube, wir gucken uns am besten noch mal kurz das Video an. Dann wissen wir, worum es geht. So, die Landung auf Kaan heißt die Mission. Administratorin, lande nun mit unseren Truppen in deiner Heimat. Aber bedenke, jede eroberte Einheit ist von größerem Nutzen als eine zerstörte. Ich danke für deine weise Rücksichtnahme auf mein von den feigen Drolls geschundenes Volk. Das kaische Volk verdient die Rücksichtnahme. Und jede gewonnene Einheit vergrößert unsere Macht. Faktum. Aha, okay. Also, der Imperator hat einen klaren Auftrag für uns wieder. Er betont, eroberte Einheiten sind besser als zerstörte Einheiten. Was sagt die Mission? Besetzen Sie das Hauptquartier der Kais auf dem Festland. Okay, ja, ist ja einfach. Einfach das Hauptquartier besetzen. Dann müssen wir jetzt wohl hier eine Landeoperation durchführen. Wie man sieht, die Wetterverhältnisse sind winterlich. Ne? Ich fahre direkt mal hier mit dem Kreuzer vor. Mal aufklären. Der hat ja auch ein relativ hohes Sichtfeld. Der kann fünf Felder sehen, also aufklären fünf Felder. Und hier sehen wir direkt schon einen Hafen, und zwar den Hafen K-Ost. Okay, er hat hier auch eine Radarstation für die Fernaufklärung. Und was haben wir denn hier in den Schiffen drin? Ja, sind alles Snake-Panzer. So, okay, dann vorwärts. Dann rücken wir direkt vor. Tanken. Oh weh, jetzt muss ich doch noch mal einen kleinen Cut machen. Ich habe nämlich eine wichtige Sache vergessen einzustellen. Das muss ich noch schnell machen, sonst ist das hier. Ich musste den Mauszeiger noch fixieren, sonst springt der immer wieder zurück hier, wie ihr seht. Ah, nee, jetzt nicht, aber gerade, ja, zack, der springt immer. Ja, das müssen wir noch dringend machen. Da kleiner Cut, bin sofort wieder zurück.
So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe die Mauszeigerintegration deaktiviert und jetzt bleibt nämlich auch hoffentlich der Mauszeiger. Ja, der springt jetzt immer direkt da drauf. Gut, okay. Jetzt kann es losgehen. Also, wir müssen hier landen und ja, wir haben soweit alles eingeblendet. Kurzinfo, etwas ausführlicher Info, die Statistik. So, hier haben wir... Ich lasse mal die Einheiten eingeblendet, wenn wir welche verlieren. Aha, hier, ach, hier kann man auch nochmal sehen. Die Landung auf K, hier ist der Missionscode, ne? Okay, wir haben unsere Fraktion und die Kais, ne? So. Top 5 Einheiten, ja, super. Es gibt ja auch noch ein Ranking, ne? Wer hier am erfahrensten ist. So, okay. Zack. Können wir hier schon raus? Ne. Leider nicht. Wir können noch nicht anlanden. Müssen wir jetzt mal eine Runde ins Land ziehen lassen. Okay, machen wir direkt mal Moduswechsel. Lass den Computer mal ziehen, wie gesagt. Ne? Ich weiß jetzt übrigens auch wieder, wer das gesagt, wer mir diesen Tipp gegeben hat. Das war der Zuschauer TBC. Der hat mir mal geschrieben, es gibt keine Zugbegrenzung bei Battle Isle. Also wir brauchen uns hier nicht so sehr zu beeilen. So, okay. Im Zerstörer. Oh, was haben wir hier? Da ist ein Küstengeschützbatterie ist da. Die müssen wir gleich auch unter Beschuss nehmen. Aber erstmal schießen wir ihm hier oben seine Rune kaputt, seine Radarstellung. Ich nehme mal einen kleinen Schluck. Ich habe mir hier ein Kaltgetränk bereitgestellt. Oh, was ist das denn? Jetzt kommt die Nachricht. Ja. Ah, ist der Wetterdienst, ja. Das Tiefdruckgebiet schwächt ab. Dies bedeutet eine leichte Verbesserung der Wetterbedingungen. Mhm. Der starke Schneefall wird schwächer. Es bleibt aber kalt und auch die Bodenverhältnisse bessern sich kaum. Okay, es bleibt kalt und winterlich, also da wissen wir schon mal Bescheid. So, dann fahren wir hier direkt ran. Können wir unseren Zerstörer noch mal auffüllen. Und jetzt krallen wir uns hier erstmal den Hafen. Zack. Alles klar, der ist jetzt unser. Jetzt schauen wir mal. Oh, hier sind schon feindliche Truppen zu sehen. Was haben wir denn hier? Ein Buggy. Drullische Kais sind das hier. Wir sind ja auch Kais, aber das hier sind anscheinend noch... Die sind noch den Drullian sozusagen treu. Und wir sind da, ja, wir sind Imperium, aber eigentlich sind ja unsere Truppen auch Kais. Ne? So, die fahren wir rein. Zack. Jetzt haben wir hier alle Einheiten im Hafen. Und können hier ausladen. So. Jetzt tun wir mal hier. Oh, wir haben auch zwei Buggies bekommen. Das sind ja sozusagen immer meine Lieblingseinheiten bei Battle Isle gewesen. Das sind ja wirklich Dinger, die kann man hervorragend gebrauchen. Die können nämlich fahren, angreifen und sich wieder zurückziehen. Also wirklich sehr nützlich. Hier haben wir noch einen schweren Kampfroboter. Ja, ich nehme einfach erstmal alles so weit raus. Was wir hier... Okay, das geht nicht mehr. So, hier haben wir auch noch zwei schwere Kampfroboter, die kriegen wir bestimmt aber nicht raus. Den hier könnten wir, ja, der kommt raus. So, und die Kampfroboter, ne. Okay. Oh, jetzt habe ich hier unten was ausgeschaltet, muss ich wieder einschalten. So, okay. Also, die Landung ist jetzt erstmal geglückt. Wir haben den Hafen K-Ost eingenommen und sehen, hier sind verschiedene Truppen der drohlichen Kais. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier klarkommen. Nächste Runde. Der wird uns jetzt sicherlich direkt angreifen. Gut, gab keine Verluste. Oh, jetzt kommt wieder eine Nachricht. Ich bin Lardis Conberun, Mitglied der ältesten Thronfamilie der Kais und Leiter des militärischen Nachrichtendienstes. Aha. Wer immer ihr seid, ihr befindet euch auf kaischem Gebiet.
Ein Angriff auf unser Volk kann niemals geduldet werden. Ich fordere den sofortigen Rückzug Ihrer gesamten Verbände. Ich bin die Administratorin des alten Imperiums unter Vassius. Ich komme mit dem Auftrag, die Kais vom drullischen Joch zu befreien. Von drullischem Joch befreien? Wer seid ihr, dass ihr euch derartiges anmaßt? Ich bin Karo, einstmals Vertreterin der kaischen Bürgerschaft im drullischen Staatsrat. Mein Ziel ist die Befreiung der Kais. Karo? Man dachte, ihr seid tot. Wie kommt ihr jetzt dazu? Ich achte euren hohen Stand, Konberun, und respektiere überdies euren Ziehvater, den drullischen Benuntai Quailer. Ja, die haben alle Namen Benno da, ne? Übergebt eure Einheit oder sterbt ehrenvoll im Kampf. Die Kais werden frei sein. Faktum. Dann soll der Krieg entscheiden. Boah. Also ganz klar hier der Vertreter da, der Kommandant der Kais. Wie heißt er? Labus Lapsuli oder wie er heißt? Ich habe den Namen schon vergessen. Aber ist auch egal, der hat so einen unmöglichen Namen. Der sagt also, ihr seid nicht willkommen. Aber die Karo aus der Tropfsteinhöhle hat auch eine ganz klare Ansage an ihn. Ist ganz klar. Okay, jetzt können wir hier erstmal reparieren. Der wurde schwer angeschlagen, unser Buggy. Und füllen können wir wahrscheinlich auch direkt. Zack, okay. So, hier, wir sind außer Reichweite dieser Küstenbatterie. Die brauchen wir noch nicht anzugreifen. Wir konzentrieren uns hier erstmal weiter auf seine Aufklärungseinheit hier, auf die Rune, auf seine Fernaufklärung, damit er nichts mehr sieht. Die machen wir jetzt hoffentlich in dieser Runde kaputt und dann werden wir die beiden Buggies rausnehmen und uns weiter vorkämpfen. So, okay. Hier ist unser Raketenpanzer. Hatten wir nicht nur einen, der war gut, der war erfahren. Hier war noch einer drin. Guck, da ist er ja. Laden wir auch direkt aus. Ja, der kann auch nirgendwo hin. Also ich stelle gerade fest, so ein bisschen die Steuerung mit diesem ewigen Doppelgeklicke ist ein bisschen anstrengend. So, okay, hier greifen wir den Buggy an. Jetzt kommen wieder hier schöne Kampfanimationen. Ihr seht, der Hintergrund ist wieder winterlich gehalten. Ne? So. Okay. Ja, ich nehme den erstmal zurück. Ich will nämlich hier mit unserem Raketenpanzer auch noch angreifen, damit der möglichst schnell Erfahrung sammelt. Diese Raketenpanzer sind sehr, also zum einen stark gepanzert, zum anderen haben sie sehr hohe Angriffswerte. Wie man sieht hier, da ist ein leichtes Ziel, wie der Buggy hier, der ist wirklich da sehr anfällig. So, hier haben wir noch einen Buggy. Schießen wir mal auf seinen Kampfpanzer. Auf seinen. Ja, früher hießen die Battle L1, hießen die Scorpion Tanks. Ne, ich weiß jetzt ja nicht, jetzt heißt es leichter Kampfpanzer. Stimmt, Technotrax. Ich vergaß. Ja, ja, genau. Zieht sich auch wieder zurück. Hatten wir nicht auch Kampfpanzer gehabt? Wo sind die denn eigentlich? Naja, okay. Machen wir mal hier nochmal einen raus und rücken mal weiter vor. Hier die Snake-Transporter auf der Straße. Bringen wir erstmal hier alles in Stellung so ein bisschen. Machen wir ein bisschen Platz, um weitere Einheiten ausladen zu können. So. Das war Demon. Hat man nicht noch einen schweren Kampfroboter? Hier war der schwere Kampfroboter, Elite-Kampfroboter. Der kommt auch mit in den Einsatz. So. Ich glaube, den Transporter hier, den hatten wir jetzt soweit. Ah ne, hier waren auch noch. Stimmt, hier hatten wir den Buggy eingeladen und hier war auch noch ein. Ja, okay, den können wir nur darüber schieben. Ja, ist ein bisschen. Jetzt alles ein bisschen geklumpt hier an der Landezone, aber da können wir jetzt nichts machen. Okay, dann lasst uns weiter vorgehen. Ah, so. Der Buggy ist ran. Auf wen hat der geschossen? Wurden nicht angegriffen. Hat er den hier angegriffen? Nee. Ah, der hat den Troll angegriffen, ja. Okay, als erstes hauen wir jetzt seine Radarstation jetzt endgültig mal kaputt. Das bringt unserem Zerstörer schon gute Erfahrung, unserem Kreuzer. Ja, wie ihr seht, der hat jetzt schon einen Kreis.
kommt hier, der kann auch angreifen. Der greift ihn hier an. Mal sehen, ob er sich da schon... Aber er wird bestimmt schweren Schaden. Ja, sehr gut. Der ist jetzt auch schon gut erfahren. Und hier greifen wir seinen Kampfpanzer wieder an. Jo. Ja, wir müssen uns jetzt hier den Weg aus der Hafenanlage, müssen wir uns jetzt freikämpfen. Ne? Ist ganz klar. So, hier, der kann nochmal angreifen. Der hat ja extra eine Panzerfaust. Aus der Befestigung heraus sollte der das eigentlich schaffen. Ja. Yep. Bei minimalen eigenen Verlusten. Das war hervorragend. Ah, Mist. Jetzt glaube ich, habe ich einen Fehler gemacht. Ah, der hat aber noch 7. Nee, okay, dann greife ich erstmal nicht an. Hier kommt nämlich gleich noch ein Kampfpanzer an. Das war jetzt nicht so gut, aber hier der Buggy kann schon mal angreifen. So. Ich will mal gleich was probieren. Wenn wir einen Angriff verpasst haben jetzt, kann ich dann trotzdem noch angreifen? Also ich habe jetzt ja aus dem Bewegungsmodus sozusagen abgebrochen. So, der muss zurück. Der muss nämlich aufmunitioniert werden. Zack, Munition. Kann ich jetzt hier noch angreifen mit dem? Ja, können wir auch noch. Das wäre toll. Dann haue ich mal jetzt hier mit der Panzerfaust noch einmal hinterher. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das so gut gewesen ist, um ehrlich zu sein. Aber wenn jetzt der Kampfpanzer anrückt, hat der nämlich eine Chance, unseren Elite-Kampfroboter hier auszuschalten. Aber okay, das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein. Wir rücken unsere schweren Golems auch weiter vor. Durch diese Industrieanlagen, die hier am Hafen sind. So, okay. Den wollten wir auch noch ausladen. Der ist, hat volle Gruppenstärke. So, dann haben wir den hier noch. Zack. Okay, hier war noch ein Buggy drin, meine ich. Ja, den können wir auch wieder rausnehmen. So, also seine Fernkämpfe, die Buggys haben wir jetzt ja schon ausgeschaltet. Wir könnten eigentlich mal einen Transporter abstellen. Oh ne, da nicht hin. Dann ist er in Reichweite 1, 2, 3 ja, hier hin, der vielleicht hier unten mal ein bisschen weiter um die Insel rumfährt und mal guckt, ob der irgendwas Interessantes noch entdecken kann. Ach, wir nehmen den anderen auch raus. Komm. So. Der kann dann vielleicht hier eine Infanterie mitnehmen. Wie gesagt, ne, das war jetzt natürlich... Kann hier nicht einsteigen. Schade, ich dachte, der könnte hier rüber einsteigen. Dann nehmen wir, könnten wir eine Infanterie mitnehmen, die dann mal ein bisschen mit hier vielleicht auch irgendwann einnimmt, wenn die hier irgendwelche Bases finden außerhalb der Karte. Man weiß ja nicht hier, vielleicht ist hier noch eine Insel oder wie sieht das hier rum aus? Keine Ahnung, also jedenfalls das Hauptquartier der Kais ist, glaube ich, hier oben in der nordwestlichen Ecke der Karte zu finden. Dann müssen wir natürlich... Ja, dann müssen wir aufhören. Ranger haben wir jetzt heute keinen dabei, das ist schade. Aber wir haben genug Infanterie dabei. So. Ich will mir jetzt auch nicht zu lang Zeit lassen. Oh. Ja. Tja. Ich hatte schon gerade gesagt, das ist vielleicht keine gute Idee. Und ihr seht, es war auch keine gute Idee. Er hat mit dem Kampfpanzer jetzt unseren Elite-Kampfroboter zerstört. Schade. So. So, Musikwechsel, der muss jetzt erstmal nachladen. Jetzt fahren wir wieder weiter hier hoch. Gucken wir mal, hier ist eine Stadt. Da haben wir einen Atlas und einen Kampfpanzer. Der Imperator hat uns ja mehrfach ermahnt, wir sollen bitte darauf achten, Einheiten einzunehmen, ist klar, ne? Ja. Der Imperator mit der Kapuze, der sieht immer so schön schauerlich aus, der Kollege, ne? So. Ich lasse den Buggy erstmal hier stehen. So, der schwere Raketenwerfer kann sich um ihn kümmern hier. Ich glaube, das müsste der eigentlich schaffen. Ja, fast. Dann kann hier der Prätorianer nochmal draufhauen. Der hat ja auch eine Panzerfaust.
Oh ja, der ist jetzt voll erfahren. Der hat hier dieses, diesen kleinen Adler jetzt, wie man sieht. Der Schützenpanzer kann auch weiter vorrücken. Zack, hier, er greift nochmal den Munitionstransporter an. Müsste das, glaube ich, auch schaffen. Zwei bei der Erfahrungsstufe. Ja, Erfahrung wächst bei unseren Truppen. Das ist, die Erfahrung ist ja bei diesem Battle Isle hier sehr wichtig. Bei diesem, also nicht bei diesem Battle Isle, bei Battle Isle eigentlich allgemein immer. Es ist sehr wichtig, dass man Erfahrung sammelt mit den Einheiten, weil die ja immer mit der Erfahrung immer besser werden. Ich habe jetzt gar nicht richtig in Erinnerung, ob hier... ist hier auch noch irgendwo eine Stadt? Ich weiß es nicht. Müssen wir uns gleich mal angucken gehen. Sonst... wir nehmen den hier mit rüber. So. Okay, und er kann schon mal anfangen. Wie kann er... er kann auf vier Felder schießen. Also wenn wir jetzt hier mal abzählen, 1, 2, 3, dann müsste er von hier aus die Küstenbatterie da schon unter Beschuss nehmen können. Kann er. Und wie wir sehen, da verbirgt sich im Osten tatsächlich auch noch eine Stadt östlich des Hafens. Also werden wir jetzt erstmal hier diesen Bunker ausschalten und dann werden wir hier an Ranto, die Stadt, was haben wir da drin? Oh, ja, da haben wir einen Munitionstransporter und einen Treibstofftransporter drin. Das ist ja hervorragend, die können wir auch gut gebrauchen. Ja, jetzt haben wir hier zwar keine Einheiten drin, ich muss immer aufpassen, außerhalb der Bunkerreichweite bleiben. Ich fahre trotzdem mal mit einem Transporter weiter hier rüber. Die anderen Schiffe, Rex-Transporte, die nutze ich jetzt hier als Versorgungseinheiten und Reparatur-Facilities sozusagen. Und okay, dann geht der weiter hier rüber und schnappt sich diese Stadt. So, okay, den lassen wir stehen. Hier im Hafen hat man noch was drin gehabt. Nein, der Hafen war leer. Produzieren können wir leider in dem Hafen auch nichts. Dann machen wir mal weiter. Ja, ist ja schade. Eine Einheit haben wir schon verloren, ne? Hier. Oh, das ist hier der Knick in der Statistik. Naja, okay. Bleibt nicht aus. Ich meine, ich versuche ja immer sehr schonend zu spielen und nicht zu... die Einheiten nicht zu sehr zu strapazieren, aber manchmal passiert es halt, ja, da verlieren wir ab und zu auch mal eine Einheit. Da kann man nichts dran machen, so ist das in dem Game hier nun mal, ne? Wird doch nicht die letzte sein, die wir verloren haben. So, okay. Jetzt kommt hier die Problematik dieser beiden Kampfpanzer, die wir noch ausschalten müssen. Dafür werden wir unsere Raketenpanzer benutzen, ganz klar. Ihr seht, die haben hervorragende Kampfeigenschaften gegen gepanzerte Fahrzeuge und sind dabei auch noch trotz ihrer Größe und Schlagkraft relativ mobil. Ne? So. Ja, das waren noch Zeiten damals, als wir das gespielt haben. Also ich bin ja ehrlich, als Battle Isle 3 habe ich ja nie durchgespielt. Das wird jetzt für mich also hier auch eine Premiere. Wir haben das mal relativ weit geschafft, aber trotzdem nie ganz durchgespielt, weil wir irgendwann keinen Bock mehr darauf hatten. Ich weiß nämlich ja tatsächlich, dass Doppelklicke und auch die Enttäuschung, dass es eben nicht das geworden ist, was wir uns erhofft hatten, das hat uns irgendwann ein bisschen genervt. So, der kann weiter vorrücken. Brauchen wir nicht angreifen. Hier können wir jetzt die erste Stadt einnehmen. Schlückchen getrunken. Ah ja, stimmt. Hier war ja Mitar heißt die Stadt. Egal, hieß sie nicht eben gerade anders? Ne, ich weiß es nicht. Transporter können wir auch rausnehmen. Hier rücken wir auch mal zaghaft vor. Ich will es nicht überstürzen. Ich glaube, hier kann auch noch nicht viel passieren in dieser Mission. Ich fahre mal weiter vor. Vielleicht können wir hier mal ein bisschen aufklären mit einem Buggy noch.
Aha, da sind schon weitere Kampfverbände gesichtet worden, die wir jetzt gleich angreifen müssen. Ja, das ist komisch. Snake-Panzer, die ja doch Kettenfahrzeuge sind, können sich über Schnee nicht bewegen, nur auf Straße fahren, wenn das Wetter schlecht ist. Okay, seltsam, aber das ist so, akzeptieren wir jetzt mal. So, dann machen wir wieder Moduswechsel. Den Kreuzer, den nehmen wir mal mit hier runter jetzt. Schauen wir mal, was da noch so tut. Ich sehe, ja, da sind wir. Das war gut, dass wir den mitgenommen haben. Da ist nämlich auch noch ein Snake-Panzer vom Feind. Der sich hier versteckt hält. Gut ist, der kann sich im Moment hier nicht bewegen. Wir fahren mit dem Kreuz jetzt mal hier hoch und schauen mal, ob wir noch irgendwas finden, was war. Was wir da machen können. So, hier sind unsere Raketenpanzer. Komme ich da noch mal ran mit dem? Nee. Okay. Aber die nehmen wir jetzt auf jeden Fall auch mit hier hoch. Obwohl, ich will die nächste Runde noch einmal füllen und dann sollen die wieder zurück in den Einsatz gehen. So. Füllen. Den Buggy können wir mitnehmen. So, er will hier zu der Stadt. Das werden wir natürlich verhindern. So. Oh. Dann müssen wir uns mal in die Stadt zurückziehen. Ist aber auch nicht schlimm. Hier, er schießt auch nochmal. Ne, er schießt eben nicht. Nicht aufgepasst. Oh wei. Gut, dann stellen wir unseren Kampfpanzer dazwischen. Und sperren ihm den Weg zu unserem Buggy. Ja, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Der hatte keine Raketen mehr hier, der Kollege. Okay, reparieren, füllen und raus mit dir. Der kann hier die Lücke schließen. Da haben wir zumindest unseren Buggy schon mal etwas geschützt. Die Raketenpanzer, die fahren zu den Schiffen zurück und werden nochmal aufmunitioniert, damit die dann auch damit denen nicht die Puste ausgeht, wenn es dann soweit ist. Hier, die können sich nochmal gegenseitig füllen, die Rex-Transporter sind jetzt alle wieder auf der Höhe. Den schweren Kampfroboter laden wir hier ein. Hier haben wir schon gezogen. Im Hafen war nichts mehr. Okay, ja, die Runden fliegen davon wie, ja, also das Spiel vergeht wie im Flug, Runde nach Runde, ne? Ey, wir hatten keine Einheit verloren, gut, okay. Hier nehmen wir jetzt die Stadt ein. So, und das ist gut, denn in dieser Stadt, wie wir gesehen haben, sind ja verschiedene Fahrzeuge drin. Zum einen hier der Munitionstransporter, den wir rausnehmen, und der Treibstofftransporter, beides Versorgungseinheiten. Werden wir gut gebrauchen können. Oh, unser Kreuzer, der hat auch schon gut Erfahrung gesammelt. Der dürfte jetzt gleich... Ja, noch nicht. Einer fehlt noch. Dann ist der auch voll erfahren. Hat hier der ein Versorgungsschiff dabei. Da können wir ihn nochmal auftanken. Und aufmunitionieren. Die beiden waren auch voll getankt und voll munitioniert. Gehen wir jetzt nämlich dazu über, hier weiter vorzurücken. Okay, komm, wir fahren erstmal unsere Raketenpanzer ran. Wir brauchen, die sind ja stark gepanzert, da braucht man nicht so viel Sorge haben, dass denen was passiert. Die können auch für sich alleine stehen. Die brauchen also keine Support-Einheiten, sind nicht so anfällig. Der Buggy hier wird aufmunitioniert. Den ziehen wir auch mit nach vorne. Den Transporter. So, hier sind unsere anderen schweren Kampfroboter, die sind auch so, ja, die sind auch sehr mühselig, ne? Die tappen so langsam vor sich hin. Er wurde angegriffen, er nicht. Okay, dann machen wir jetzt direkt hier dieser Infanterie noch den Gar aus. Das müsste eigentlich relativ gut klappen.
So, den Buggy munitionieren wir hier auf und führen den wieder zurück ins Gefecht. So, und hier, wie sieht's denn hier mit dem aus? Sag, Moment. Ich will mal ganz gucken. Der hat nur eine Gruppenstärke von 7. Ja. Ja, nee, okay. Den greifen wir jetzt erstmal nicht an. Ja, geht also alles etwas schleppend vor. Oh, er hat ihn zurückgezogen. Aha. Ja. Dann rücken wir mal weiter vorsichtig vor. Da haben wir ihn. Wir haben ihn direkt schon wieder gefunden. Und dann kann hier... Wir werden jetzt wie folgt machen. Mit dem Buggy greifen wir die Infanterie an auf der Straße. Der könnte eventuell mit etwas Glück das schon in den Griff bekommen. Nein. Aber ist auch nicht schlimm. Ziehen uns wieder zurück. Und jetzt haben wir hier unsere beiden schweren Raketenpanzer. Die können jetzt hier auf jeden Fall seinen Kampfpanzer, seinen Technotrax Kampfpanzer ausschalten. Dann kriegen die beiden auch hin. Also, die Gegenwehr ist im Moment relativ moderat, würde ich behaupten. Also, es ist nicht viel, was uns da entgegengeworfen wird. Das klappt ganz gut. Hier wird weiter aufgeklärt und geschossen. Ja, also ich muss sagen, doch, mit der höheren Auflösung, das Spiel spielt sich wesentlich angenehmer, wenn die Auflösung etwas höher ist. Das geht schon ganz gut. Hier haben wir noch eine Infanterie drin, die können wir auch füllen und mal nach draußen bewegen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes hier in dem Bereich, ich glaube es zwar nicht. So, okay. Fahren wir mal weiter mit unseren Einheiten hier. Der kann auch angreifen. Unsere Snakes Schützenpanzer leider im Bewegungsradius im Moment etwas eingeschränkt, können sich nur auf der Straße bewegen. Ist dem schlechten Wetter einfach geschuldet. Können wir nichts machen. So, hatten wir hier noch was drin? Nein. Aber die Kampfroboter hier, die können jetzt auch mit in den Transporter rein. Hoffentlich dürfen. Eins darf nur nicht passieren, den dürfen wir jetzt nicht mehr verlieren. Unseren Atlas, das wäre fatal. Da sind nämlich jetzt... die Steuerung, ich merke es langsam, ist etwas, wie soll man sagen, etwas nicht so angenehm. So, okay, dann laden wir den aus. Hier haben wir noch einen Buggy, der ist auch voll getankt und voll munitioniert. Der fährt jetzt auch mit vor. Und hier oben müsste jetzt gleich schon irgendwo das HQ der Kais kommen, glaube ich. So. Jawohl, Moduswechsel. So. Hier wird weiter aufgeklärt. Ob wir noch was finden, ist fraglich. Hier ist noch so ein... Das hat aber keine Bedeutung. Das ist nur zur Dekoration. Oh, uiuiui. Ja, da war noch was. Da sind wir in die Falle getappt. Oh, weil jetzt verlieren wir die nächste Einheit, Freunde. Da steht tatsächlich... Ui, da kommt auch noch... Oh, oh, da kommt noch was an. Der will sich die Stadt hier unten wieder krallen. Ja, das könnte natürlich jetzt... ein harter Rückschlag werden. Jetzt muss ich mal überlegen, wie wir das hier hinkriegen. Da kommt noch ein Kampfpanzer mit einer Infanterie angeschlossen. Ja, da müssen wir... Oh, da ist noch was. Ja, hier kommen im Nebel des Krieges verstecken sich viele feindliche Einheiten anscheinend, die vorrücken. Auf unsere Stellungen, das ist ja ein Ding. Jetzt müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich unsere beiden Raketenpanzer hier runterbringen. Wie sieht es denn spritmäßig aus? Ja, die haben noch
das ist natürlich jetzt schwierig hier. Okay, egal, wir rücken jetzt hier erstmal weiter vor. Oh, Mist. Ja, jetzt, im Moment läuft es nicht so gut, wie ihr seht. Ich bin hier ein bisschen unvorsichtig am Vorrücken. Sollte man normalerweise nicht machen. Oh, hier. Schwere Feindverbände voraus. Laden wir mal unsere schweren Kampfroboter aus. So, jetzt Buggy, der ist gut, der ist auch gut. Die sind beide noch relativ stabil. Okay, der hier greift mit hier an. Schaltet vielleicht mit etwas Glück diese Infanterie hier aus. Ja, also ich muss hier erstmal wieder reinkommen, das Spiel. Du merkst, es ist nicht so einfach. So. Okay. Hat schon ein bisschen so seine Tücken, die ganze Geschichte hier. Ah, jetzt wird's ganz wild. Jetzt mache ich nur noch Mist. Jetzt bin ich auch falsch geklickt immer. Ja, Mist. Einer wird getroffen. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist... ihr merkt es, war so nicht geplant. Okay. Ist das aber ärgerlich. Okay. Naja. Aber trotzdem ist es nicht so schlimm. Noch ist die Lage nicht bedrohlich. Nur das hier, das macht mir Sorgen. Der wird jetzt hier unsere Infanterie wegputzen. Und dann geht der in die Stadt rein. Wir hätten besser unseren Kreuzer hier stehen lassen. Anstatt mit dem weiter. Oh. Keine Einheit verloren. Oh, er zieht sich zurück mit seinem Kampfpanzer und hat unsere Infanterie nicht angegriffen. Das war jetzt mein interessanter Zug vom Computer. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich bin jetzt verleitet, ihn in die Stadt reinzulassen und dann nehmen wir die Stadt wieder zurück. Dann haben wir einen Kampfroboter gewonnen. So. Okay, bevor wir uns zurück in den Hafen zur Aufmunitionierung und Betankung begeben, schalten wir diesen Kampfpanzer hier nur aus. Es klappt, wäre nicht schlecht. Ich habe Angst, dass unseren Raketenpanzern hier der Treibstoff ausgeht. Die brauchen sehr viel Treibstoff. Zack, okay. Und jetzt müssen wir uns mit denen hier auf jeden Fall hier zurückziehen. Jetzt könnten wir hier unten einen zusätzlichen Treibstofftransporter gut gebrauchen. Ist die Lage hier aus 2-2, 2-2, okay. Ja. Jetzt rücken wir hier vor. Sind wir hier oben irgendwie durch Fernfeuer unter Beschuss geraten? Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, der hat nämlich hier oben auch noch Bunkeranlagen stehen. Ja, das sind hier unsere, die sind richtig gut, die haben richtig was drauf, komm. Die greifen jetzt auch direkt an. Die sind echt nicht schlecht. Okay. LKW fahren wir mal wieder zurück. Unsere beiden Buggies, ich hätte die gerne noch mit Treibstoff versorgt. Bevor die jetzt da hoch mit den Angriff gehen. Das machen wir auch. Werden beide nochmal betanken. Es gibt nichts Schlimmeres als Einheiten, die keinen Treibstoff haben und dadurch liegen bleiben. Okay. Ich werde jetzt hier vorsichtig vorrücken. Ich weiß nicht, was sich hier unter diesem Feld verbirgt. Der zieht sich mal zurück. Dafür kann dieser Snake vorfahren und dann auch angreifen. Der ist schon relativ gut erfahren, dieser Schützenpanzer, wie man sieht. Ja, das war gut. Jetzt kann vielleicht sogar tatsächlich nur unser Kampfpanzer... Ah, ne. Geht leider nicht mehr. Schade. Okay, den fahren wir auch weiter vor.
Zack, tanken. Und ja, okay. Haben wir unseren Zerstörer gezogen? Nee. Ach, wir machen einfach mal, fahren einfach mal weiter hier und erkunden mal, ob wir irgendwie noch was Interessantes hier auf der östlichen Seite der Karte finden. Ich glaube zwar nicht, dass da noch irgendwas rumturnt, aber. So. Ja, da müsste jetzt eine Infanterie drin sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die Karten, die werden heute immer länger, wie ihr seht. Wir sind schon über 40 Minuten dran. Wahnsinn. So, da haben wir eine Infanterie gewonnen. Jetzt das Wichtige. Unsere Raketenpanzer erstmal zurück. Die tanken wir dann auf. Den Tanker hier, den ziehe ich mal mit vor. Der hier in die Stadt. Und jetzt können unsere Buggys wieder mit ran hier. Wenn sie denn rankommen. Okay, komm, ich gehe mal weiter hier mit unseren schweren Elite-Kampfrobotern. Gehe ich auch mal weiter vor. Den Panzer, den hat er anscheinend zurückgezogen. Hier der. Wie ist er noch? Wobei der Name war so schwer zu merken. Hier, der da in diesem. Weiß ich ja. Lapsus Lafungi. Ich weiß nicht, wie der Junge heißt. Die haben einfach einen Namen hier, das ist ja Wahnsinn. Okay. Konnten wir wenigstens wieder einen Panzer von ihm ausschalten. Hier rücken wir auch mal weiter vor. Oh, da oben kommen Befestigungsanlagen. Das deutet darauf hin, dass da das Akku sein könnte von ihm. Also der will immer was bauen. Und jetzt nehmen wir natürlich unsere Buggies mit. Die sind soweit fit, die Jungs. Ja, da sehe ich auch schon. Da hat er wieder eine Radarstation. Hier können wir ihn auch angreifen. Ja, wie gesagt, jetzt, die Einheiten, die nehmen natürlich auch die Erfahrungspunkte immer mit in die nächste Map. Also man hat hier quasi so eine, wie soll man sagen, so eine kleine Kerntruppe, so ein Nukleus von guten Einheiten in jeder Karte hoffentlich zur Verfügung stehen. Die man dann aufgrund der höheren Erfahrung dann auch gut gebrauchen kann. Ich vermute allerdings, ich glaube, so war es auch, dass die gegnerischen Einheiten, dass die Erfahrung, die man mitnimmt, auf einzelne Einheiten verteilt, dem Computer aber auch zur Verfügung gestellt wird und dann im Gießkannenprinzip auf all seine Einheiten verteilt wird. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Ich glaube, so war es. So, okay. Nächster Zug. Ja, so schön wie das hier auch immer so schnell geht, die Züge, eine Schwäche ist, ne? Man muss sich die Einheiten danach immer genau angucken. Genau wie ich mir das nämlich dachte. Hier, guck, der hat jetzt auf einmal nur noch 5. Wir haben jetzt nicht mitbekommen, dass unser Kampfpanzer, unser Technotrax-Panzer, durch eine gegnerische Artillerie oder Fernkampfwaffe, was auch immer das jetzt gewesen ist, wer den da angeschossen hat, eben unter Beschuss genommen wurde. Und das ist ein großes Manko an dieser ganzen Sache hier. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ich mich jetzt nicht zu unglücklich ausgedrückt habe. Ja, das ist nämlich die größte, das wirklich die größte Schwäche dieser Anzeige. Wir wissen jetzt nicht, wo der Gegner uns angegriffen hat. Und es wird uns auch nicht gemeldet. Hier, Panzer XY wurde muss ja gar nicht sein, muss ja gar nicht heißen, mit dieser oder jener Einheit muss ja nur heißen, er wurde auf jeden Fall mit einer Fernkampfwaffe angegriffen. Das wäre wichtig, dass ich das wissen, dass man das weiß, ne? Und nicht eben jetzt hier auf, weil man muss eigentlich, müsste ich mir jetzt alle Einheiten angucken und mir aus dem Geiste hervorrufen, haben die jetzt irgendwas verloren oder nicht, ne? Ja, wie gesagt, das ist ein schweres Manko an dieser ganzen Geschichte hier. Ja. Weil beim Battle Isle 2 hätte ich jetzt gesehen, dass der eben mit einem Bunker, mit einem Iron Star oder was auch immer beschossen worden wäre. Das wäre eine wichtige Information für mich. Aber, naja, okay.
Bei Battle Isle 3 ist es anders. Seht ihr? Da oben steht nämlich eine mittelschwere Ari. Also eine leichte Ari, eine mittelschwere. Ne, gibt ja keine mittelschwere mehr. Da steht eine leichte Artillerie. Das musste ich jetzt selber rausfinden. So, erst machen wir mal hier oben wieder seine Radarstation kaputt. Wenn der Gegner nicht Einheiten, die er nicht sieht, kann er auch nicht angreifen. So. Der hat noch eine Rakete. Die Bachis muss ich immer aufpassen, weil die ja immer schnell. So, den hier müssen wir auf jeden Fall jetzt leider zurückziehen. So, wie sieht der hier aus? Ja, der ist noch relativ frisch. Ich warte jetzt, bis hier unten meine Raketenpanzer den Weg hier hoch gefahren sind. Hoffentlich schaffen die das auch. So, sind wir wieder angegriffen worden. Ja, da ist er vorgerückt mit einem Snake-Panzer. So, als erstes erstmal hier unsere schweren Raketenpanzer vorgezogen. Hier den. Okay, komm, reparieren. Den packen wir auch nochmal raus hier. Ja, unsere Expedition hier im Osten ist fruchtlos geblieben. Wir haben nichts gefunden von Interesse. Dann können wir hier auch wieder zurückfahren. Also fürs nächste Mal wissen wir, falls wir es nochmal durchspielen sollten oder spielen sollten, dieses Spiel, können wir ruhig im Hafen lassen. Ne? Den unseren Kreuzer. So, dann hier die Buggies. Nehmen sich hier diesen Snake mal vor. Den können wir aber, der ist ja so gut wie eingekreist. Den können wir gleich auch mal nochmal mit einem schweren Kampfroboter behaken. Dann können die auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Kann stehen bleiben. So. Mit dem Buggy greifen wir den Kampfpanzer an. Ändert jetzt hier alles so ein bisschen zermürben. Wie gesagt, Gott sei Dank stehen wir hier nicht schwer unter Druck in dieser Karte. Das läuft alles hervorragend. Zack, so. Und jetzt können wir die beiden nämlich nicht vergessen. Direkt wieder Munition versorgen. Hier rücken wir auch weiter vor. Komm, zack. Die sollen mal was machen hier, die Prätorianer. Zack. Jo, super. Die sind zwar relativ träge, aber wenn die mal dran sind, ne, dann haben die schon richtig was drauf hier. Das müsste der auch locker schaffen. Zack, ohne eigene Verluste, so wollen wir das sehen. So, hier ist eine mittelschwere Ari. Dann werden wir gleich mit den Buggies da oben ranfahren und aufklären. Ich will das jetzt noch nicht überstürzen, die Geschichte. So, füllen wir nochmal hier auf, was wir auffüllen können. Den reparieren wir gleich auch nochmal. Der verliert zwar dann wieder Erfahrungspunkte, aber das ist auch nicht schlimm. So, zack. Runde 14 schon, um Gottes Willen. Hoffentlich gibt es hier tatsächlich keine Zugbegrenzung. Nicht, dass gleich das böse Erwachen kommt. So, okay. Ich rück jetzt einfach mal ran hier. So, gut, ist gut. Haben wir Glück gehabt, war nichts zu sehen. Jetzt schnappen wir uns hier die leichte Ari. Da hat er noch zwei Bunker stehen. Aber ich glaube, die leichte Ari ist jetzt erstmal der gefährlichere Gegner, den wir bekämpfen müssen. Und auf dem Hauptquartier hat er noch eine Radarstation. Also er hat viele Radarstationen hier, der. So, die beiden Bunker, die sind jetzt natürlich doof, weil die können jetzt quasi unsere Infanterie beide hier unter Beschuss nehmen. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich hier schon. Ja, ob das jetzt so sinnvoll war, sich dazwischen zu stellen. Ich will hier seine Bunker schon angreifen. So, Schützenpanzer haben schon gute Erfahrung. Sollten da schon was reißen. Oder auch nicht. So, okay. Füllen wir den hier nochmal auf. Ja, die müssen jetzt mit ran. Das geht jetzt nicht anders. Wir müssen hier die Bunker ausschalten. Ob
Obwohl, das sind ja eigentlich nicht prädestinierte Fahrzeuge, die man gegen Bunker einsetzen kann, aber ich will sie dann zumindest schwächen, nicht, dass sie unseren Elite-Kampfroboter noch rausschießen, ne? Das wäre jetzt sehr, nicht sehr erbaulich. So, wo sind unsere Raketenpanzer? Ob die noch in den Kampf mit eingreifen können, ist fraglich. Hier wollten wir noch tanken. Und raus mit dir. Reparieren und tanken. So, vielleicht kriegen wir den noch oben mit ran, dass der da noch mit eingreifen kann. Aber ich glaube, jetzt ist gleich ist der Drops auch gelutscht, ne? So, wann hat er angegriffen? Ja, er hat angegriffen. Okay, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so dramatisch werden. Hier, die beiden werden nochmal getankt. Sieht unser Buggy aus. Der hat noch eine Rakete zur Verfügung stehen. Der schießt mal den hier an. Hat ja volle Erfahrung. Kommt, drei können da nehmen, ne? Oder wie sieht's aus? Na, zwei. Ja, die Bunker, die sind halt auch sehr stark gepanzert. Er hat auch noch eine Rakete. Komm, zwei. Mindestens zwei, Kamerad. Oder? Das schaffst du doch. Gut. Jetzt können wir nämlich hier, ne, den hier auf jeden Fall schon rausnehmen. Einen Bunker haben wir jetzt schon ausgeschaltet. Ja, die Raketenpanzer, die kommen gar nicht mehr zum Einsatz. Ist aber nicht so schlimm, die sind ja sowieso schon voll erfahren. Und wie sieht es mit dem hier aus? Geht das auch noch gut? Aufgrund der hohen Erfahrung? Jawohl, zwei Bunker ausgeschaltet. Tja, okay, wir kommen noch nicht rein, aber okay, nächste Runde ist die Sache gegessen. Schwupsi. So. Hauptquartier. Tja, wer sagt's denn? Also, wir haben es geschafft. Alle Missionsziele wurden erreicht. Na, bitteschön. So wollen wir das doch hören. Ja, Freunde, da haben wir heute schon wieder eine Karte Level, eine Karte Battle All 3 hingekriegt. Das war doch schon erfolgreich. Hier kommt der neue Code. Bitte aufschreiben. Dann hören wir uns jetzt nochmal an, was der Imperator uns zu erzählen hat. Oh! Der Nordkontinent liegt in unmittelbarer Reichweite der neuen imperialen Kräfte. Nur hier befindet sich eine in den letzten Jahren beispiellos gewachsene Zahl von Produktionsstätten der verschiedensten Waffensysteme. Als die Kais vor 20 Jahren entgegen der Bindungsverträge einen Anteil am Monopol zur Aldinium-Raffinierung vom größten drollischen Konzern Etix ertrotzten, bekamen auch sie die Möglichkeit, mit einem vorher nicht durchzusetzenden Energieaufwand Industrien zu fördern und neue zu entwickeln. Der zu großen Teilen von Eis bedeckte Kontinent Kar bot unter Zugrundlegung von nach den Titankriegen geschlossenen Verträgen dutzenden drollischen Garnisonen eine unwirtliche und karge Heimat. Diese waren ausgezogen, das stolze und kriegerische Volk der Kais militärisch und wirtschaftlich zu binden. Doch häufig genug war es zu Übereinkünften zwischen Kais und Drulls gekommen, die die Verträge nicht vorhergesehen hatten, zu Freundschaften und gemeinsamen Familien. So, also schon Kapitel 2 kommt jetzt, nach Wahnsinn. Administratorin, rücke weiter vor und erobere die beiden Fahrzeugkombinate im Norden. Diese werden uns bei der Sicherung neuen Nachschubs dienlich sein. Pactum. Gut, ja, dann ist es erstmal gewesen für heute, ne? Mission 4 abgeschlossen, hat, naja, im Ganzen und so einigermaßen gut geklappt, würde ich behaupten, ne? War jetzt keine strategische Meisterleistung, aber haben wir gut hingekriegt, ne? Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugesehen habt, ne? Hoffentlich
hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mit mir zusammen hier diese Mission zu spielen. Ne? Ja, Freunde, ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.